Bei der Weltmeisterschaft im Eistanz in Japan haben Gabriela Papadakis und Guillaume Cizeron Gold gewonnen. Das Paar aus Frankreich wiederholt damit seinen Sieg aus dem Vorjahr. Zweite wurden Viktoria Sinizina und Nikita Katsalapov aus Russland. Bronze ging an die US-Amerikaner Madison Hubbell und Zachary Donahue, die im vergangenen Jahr Silber errangen. Die beste deutsche Platzierung erreichten Minerva Fabian Haase und Nolan Segert mit dem 13. Platz. Die Deutschen Shari Koch und Christian Nüchtern schafften es auf den 18. Platz. Für sie war es die erste Teilnahme an einer WM.